Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen hier bei Hunter und Kron. Ich bin Alexia und begrüße euch heute hier wieder zur täglichen Dosis Zombie 15. Naja, täglich nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Und Zombie 15 Left Alone geht jetzt also weiter. Und wir befinden uns mittlerweile im Szenario Nummer 3, Horde on Evergreen Hill. Und ja, falls ihr euch noch dran erinnern könnt, Szenario und 1, 2 haben wir ja mit Severity gespielt. Wenn nicht, schaut euch das nochmal an. Und die gute Severity war ja auf der Suche nach ihrem Vater, dem Polizisten, hat ihn allerdings nicht gefunden und ja, ist auch in Richtung Evergreen Hill unterwegs gewesen, wurde aber durch extrem viele Zombies wieder aufgehalten. Und ja, musste dann notgedrungen ein Auto versuchen, sich zu schnappen, um da wegzukommen. Und als sie das dann gerade tut, sieht sie einen Jungen irgendwie da in der Ecke wurschteln, der sich gerade hier so aus Ketten und Schlüsseln eine Waffe zusammenbastelt. Und das ist hier der gute Will, den würde sie gerne mitnehmen. Aber der Will sagt, nee, du, ich will zur Mall da irgendwie mich mit Ausrüstungsgegenständen eindecken. Geh mal du deinen Weg und ich meinen. Und als nette Geste gibt Severity hier dem Will noch ihren Revolver. Das bringt uns also auch schon zu der Startausrüstung von Will, ist nämlich seine selbst gebastelte Custom Chain hier, seine selbst gebastelte Kette mit den Schlüsseln hier dran als gute Nahkampf, sage ich mal, Waffe, ohne jetzt groß Geräusche zu machen, und dann den Revolver hier bekommen. Und wir müssen uns jetzt durch diese Landschaft hier wieder nach vorne kämpfen. Und jetzt kommen auch schon neue Elemente dazu, die man natürlich auch schon aus Zombie 15 kennt, aber jetzt in den ersten zwei Szenarien keine Verwendung fanden. Und zwar sind das hier diese Thirge-Token. Mir zum Beispiel mal so ein Backpack-Punkt, so ein 1 hinten drauf. Und das Gemeine hier an der Stelle ist, diese Search-Token liegen zum Beispiel hier eine und dann haben wir hier oben und hier unten noch eins. Und unter einen dieser drei Token befinden sich die blauen Schlüssel. Die benötigen wir hier, um das Tor hier aufzusperren. Und ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Im ungünstigsten Fall klappert man alle Sachen ab und dann ist es natürlich wie so oft immer der letzte Token, in dem sich dann die Schlüssel befinden. Also da kann sicherlich jede Menge Zeit drauf gehen und nicht genug der Sache. Hier hinten in die Mall kommen wir auch nur, wenn wir wieder so einen lilanen Schlüssel finden. Und der lilane Schlüssel verbirgt sich dann auch wieder unter ein dieser drei Plättchen hier, also auch da wieder so eine Glücksfaktor-Sache, die natürlich ganz schnell nach hinten losgehen kann. Ja, Will, neuer Charakter, hat natürlich auch neue Fähigkeiten, also er hat schon mal ein Leben weniger als die gute Severity, also startet mit 3 Leben. Er kann allerdings nicht so schnell laufen, er ist ja noch so ein kleiner Junge, er kann also nicht mehr als 2 Teile sozusagen hier weit laufen. Er kann dafür allerdings 3 von diesen Thirge-Tokens aufnehmen, was also ganz gut ist. Die anderen Charaktere können nur 2 aufnehmen, das heißt also, die Schlüssel können aufgenommen werden und auch noch ein paar von diesen Rucksäcken hier, die wiederum dann nach dem Szenario eingetauscht werden können gegen weitere Gegenstände. Das ist also ganz gut, so kann man sich aufrüsten und ist dann im nächsten Szenario vielleicht etwas besser vorbereitet. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, wenn wir eine vorsichtige Suche durchführen, die habe ich mittlerweile allerdings noch nie durchgeführt bis jetzt, ist es so, dass man bei einer sorgfältigen Suche den Stapel hier der schon bereits aufgedeckten Suchkarten durchsucht und sich dann eine Karte davon rausnimmt. Der gute Will ist aber ja vielleicht auch durch seine Größe so unauffällig, dass er bei dieser vorsichtigen Suche sogar 2 Karten rausnehmen kann.
Und das könnte Ihnen schon einen Vorteil verschaffen. Allerdings ist diese Suche auch immer ein bisschen langsam. Und ihr habt ja schon gesehen, das ist hier immer ein bisschen mit Hektik verbunden, sodass mal gucken, ob ich diese Suche überhaupt, diese Suchart überhaupt so oft anwenden werde. Weil dann guckt man hier erst nach den Karten, oh, hier und da. Naja, wir schauen mal. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, so ein bisschen ja, hier auf Risiko zu gehen. Ihr seht ja schon, also hier der eine Token und hier die anderen beiden. Ich habe mir gesagt, scheiß drauf, wir ziehen das mal richtig hart durch. Und zwar diesen Surge Token hier, den werde ich mir gar nicht erst angucken. Also diese zwei Teile, die werde ich mir knicken. Ich werde also gleich hier nach unten gehen. Und ja, wenn ich hier irgendwie bin, weiß ich noch nicht genau. Wäre vielleicht dafür, hier nach rechts abzubiegen erstmal. Und vielleicht habe ich ja Glück und da befindet sich auch schon der Schlüssel. Wenn der hier nicht ist, dann und hier auch nicht, dann werde ich wahrscheinlich das Spiel schon verloren haben, weil dann wieder zurückzugehen, werde ich vermutlich nicht schaffen. Denn nichtsdestotrotz haben wir hier wieder pro Feld drei Zombies stehen, spielen jetzt aber mit Track Nummer 3. Vorher kam alle ja so 60 Sekunden so ein Zombie-Grölen, also eine Karte vom Zombie-Deck hier. Jetzt ist es sogar so, dass alle 40 Sekunden so ein Grölen kommt. Also noch mehr Zombies. Ihr seht schon, die Begeisterung steigt an dieser Stelle. An Zombies mangelt es also nicht in diesem Szenario. Ja, viel vorneweg gequatscht wieder. So viel zum Thema, das Spiel geht nur 15 Minuten. Wenn ich natürlich jetzt gleich nach 5 Minuten wieder K.O. geschlagen werde, dann ging es wirklich auch nur 15 Minuten. Also lassen wir das an der Stelle gut sein und stürzen uns, würde ich sagen, jetzt ins Getümmel. So, erste Aktion gehe ich hier hin. Zweite Aktion mit meinen Ketten haue ich die hier weg. Dritte Aktion, vierte Aktion mit meinen Ketten, die hier wieder weg. So, erste Aktion mache ich Quick Search. Ah, super. Na super, vier Zombies. Das ist ja, das fängt schon gut an hier wieder. Vier Zombies, dann dritte Aktion haue ich hier drei von weg. Vierte Aktion, noch den anderen weggeschossen. Dann bleibe ich hier stehen, mache wieder als erste Suche Search. Wer hat denn das gemischt? Könnt ihr mir das mal sagen, bitte? Ah, das ist ja schon, das sieht ja jetzt schon aus, als wenn ich nicht weit gekommen bin. Ich nehme hier auf jeden Fall die Handgranate, weil ich ja noch bei meinen Suchen. Und wir haben das Zombie-Grün ja gehabt. Aha, die Horde hier also. Man aufpassen, dass das alles nicht untergeht. Die Handgranate werden wir gleich mal werfen, damit sind die hier nämlich alle weg. Machen allerdings auch zwei Krach. So, erste Aktion gehe ich. Ach nee, ich bleib mal hier drinnen wieder. Ich mache nochmal Quick Search. Was haben wir hier? Golfschläger, Kettensäge. Kettensäge. Was kommt jetzt? Noch so eine Horde. Super. Die vermehren sich da draußen gerade, während ich hier irgendwie Spirenzchen treibe. Und jetzt wissen wir natürlich schon wieder nicht, was hier los war. Ich gehe hier mal rein. Erste Aktion, dann werfe ich wieder so eine Handgranate. Da kommen vier weg, zwei hier rein. Dann, ach, schade eigentlich, muss ich die Kettensäge nehmen. Zweite Aktion, den weggesäbelt. Dritte Aktion, vierte Aktion mit der Kettensäge hier. Uppala, da muss noch einer rein. Oh. Dann kommt hier wieder einer zurück. Nächste Aktion, den hier weggesäbelt. Dann gehen wir hier rein und machen wieder Quick Search. Oh, jetzt gibt's aber, jetzt geht's hier aber ab. Die Armbrust, die kann man sich natürlich nicht entgehen lassen und die automatische Handfeuerwaffe. Okay, also Aktion 1 hier wieder zurück, Aktion 2 hier rein, Aktion 3 mit der Armbrust wie ein Besenkter. Ach, oh, die ist sogar so aktioniert. Aktion 4. Verdammte Axt, drei Stück. Das war jetzt natürlich nicht der Knall im All. Hier sind jetzt sechs Zombies. Ich kann allerdings nur drei
abwehren, geh also zu Boden, verliere ein Leben. Erste Aktion, ich stehe wieder auf. Zweite Aktion mit der Armbrust 3. Dritte Aktion mit der Armbrust, weg sind sie. Dann lasse ich das. Erste Aktion, jetzt mache ich mal so eine vorsichtige Suche. Da nehme ich hier also die Harpune. Dann, das war also die zweite Aktion. Hier kommt wieder einer rein. Dritte Aktion, gehe ich hier zurück. Dann zweite Aktion mit der Harpune, vierte Aktion mit der Harpune aufgespießt. Erste Aktion, dann zweite Aktion, dann dritte Aktion. Da bleibe ich jetzt erstmal, jetzt gehe ich hier nach unten. Erste Aktion hier rein, zweite Aktion, dritte Aktion. Dann warte ich wieder, dann erste Aktion gehe ich hier rein. Als zweite Aktion nehme ich den hier auf. Super, das waren schon mal nicht die Schlüssel. Oh, 4 Stück. Dann mache ich als dritte Aktion die vorsichtige Suche. Dann bleibe ich hier drinnen. Dann mache ich wieder als erste Aktion das Quick Search. Ihr wollt mich doch alle zum Narren halten hier anscheinend. 4 Zombies. Womit habe ich das verdient? Könnt ihr mir das mal sagen? Dann mache ich das zweite zweite Aktion mit der Uzi, kommen 3 weg. Dritte Aktion mit dem Golfschläger. Jetzt war hier schon wieder die Horde. Die Horde wartet hier draußen. Nein, nein, nein. Das ist ja wieder ganz ungemütlich da gerade. So. Dann mache ich hier nochmal erste Aktion Quick Search. Oh ja, sowas brauchen wir. So eine Panzerfaust, das war jetzt das Richtige in dem Moment. Da kann man jetzt nichts gegen sagen. Dann nehme ich noch die Crowbar. Ah, ihr wollt mich doch zum Narren halten. Hier, da ist zweite Aktion weg hier mit den dritte. Was macht das denn? Dritte Aktion. Ich mache noch mal eine Quick Search. Super. Damit sonst. Boah, hier sind 3 Zombies. Das war jetzt also. Dritte Aktion. Vierte Aktion haue ich hier noch mal 2 weg. Die Zombies, den verteidige ich locker. Dann. Hier werden es immer mehr und ich sitze hier fest. Das gibt's ja nicht. Erste Aktion, den Typen weggehauen. Zweite Aktion, dritte Aktion, 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vierte Aktion, nochmal 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, da kommen jeweils 2 rein. So, dann den verteidige ich. Erste Aktion, ich heile mich. Zweite Aktion, ich muss die mit der Hand bekämpfen. Dritte Aktion, ich gehe hier nochmal schnell rein. Ja, seid so fair zu mir. Ich komme da nicht weg. Dann mache ich eine Quick Search wieder. Super, den nehme ich gleich hier mal, die Magnum. Den Schläger nehme ich auch. So. Das war sozusagen dann jetzt hier wieder. Erste Aktion, zweite Aktion, 3 mit dem Baseballschläger. Dritte Aktion, weg damit. Vierte Aktion, hier rein. Achso, hier Karte. Kommt einer hier hin. Den schießen wir über den Haufen. Erste Aktion, zweite Aktion, dritte Aktion.
dritte Aktion, weg damit. Vierte Aktion hier rein. Dann wieder erste Aktion, oh, die Schlüssel. Erste Aktion, zweite Aktion, dritte Aktion. Dann öffnen wir hier die Tür. Wunderbar, weg damit. Erste Aktion mit dem Baseballschläger, die hier weggehauen. Zwei kommen da hin. Zweite Aktion mit der Magnum, die weg. Dritte Aktion hier rein. Erste Aktion die Suche. Dann kommen hier schon mal nochmal zwei Zombies rein. Die Axt oder die Heckenschere. Nehmen wir doch mal die Heckenschere. Die Heckenschere oder die Axt. Die kann vier. Ne, wir nehmen die Heckenschere. Dann. Erste Aktion, die beiden weg. Zweite Aktion, dritte Aktion. Ich kann, vierte Aktion, schieße ich mal hier nochmal zwei über den Haufen. Dann vier, ne, das war ja. Vier, fünf. Fünf kann ich leider nicht abwehren. Hatte ich das zurückgesetzt? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Machen wir mal so. Ich gehe also zum Boden. Erste Aktion, komme ich wieder hoch. Zweite Aktion, zwei weg. Dritte Aktion, nochmal zwei weg. Vierte Aktion, nochmal den weg. Dann bin ich wieder dran. Erste Aktion, ich heile mich um eins. Drei Zombies. Nein! Drei Zombies, die... Ich habe keine Sachen mehr. Nein, ich kann... ich kann die gar nicht mehr verteidigen, glaube ich. Aber ich halte ja vier aus von der Sache her, bis ich habe nichts mehr, um die zu töten. So eine verdammte Sache. Also ich kann noch mal einen machen hier, um einen niederzuboxen. Hab jetzt aber, ja, und da geht's auch zu Ende schon wieder. Okay, also an dieser Stelle bin ich zwar durch Tor Nummer 3 gekommen. Was heißt Tor Nummer 3? Schön wär's. Bin ich also hier durch das erste Tor gekommen. Muss aber sagen, ich habe hier auch ganz schön festgesessen. Ja, gut, dass ich an der Stelle da auf jeden Fall diesen Rocket Launcher, diese Panzerfaust hier gezogen habe, sonst wäre ich hier wahrscheinlich schon krepiert. Hab aber dann im Endeffekt es doch hier nicht hingekriegt. Also man sieht schon so eine Timing-Frage, wie geht man hier hin? Dann, okay, muss es natürlich hier wieder so eine Dreierkarte sein, eine Einerkarte wäre zu einfach gewesen. Alle 40 Sekunden ist schon eine krasse Hausnummer hier, ja, also da kommt man schon fast gar nicht mehr hinterher, die Zombies hier alle hinzulegen. Ihr habt es ja auch hier gesehen, mein Gott, hier haben die sich gestapelt, das waren ja 16 Zombies. Gut ist der Plan dann aufgegangen, hier nicht hinzugehen, also hier hätte es nochmal so einen Rucksack gegeben. Jetzt interessiert mich das allerdings mal, wo hier die Schlüssel gewesen wären. Ah ja, hier unten. Ob ich da nun natürlich als erstes hingegangen wäre, weiß ich gar nicht mal. Ah, vielleicht, vielleicht. Aber ihr seht schon, so also der Aufbau hier von Szenario Nummer 3 mit dem guten Will. Und wie ich ja fast schon vermutet habe, diese, ja, careful, also diese vorsichtige Suche. Naja, wenn hier oben schon gute Karten liegen, dann mag das relativ gut sein. Im Spiel mit mehreren hat man da manchmal noch ein bisschen mehr Ruhe, kann sich den auch so mal angucken, wenn man gerade nicht dran ist. Wenn man hier allerdings solo spielt, dann hat man ja hier schon viel zu tun. Ihr merkt es ja auch, ich komme manchmal gar nicht mit hinterher. Welcher Akteur war das jetzt? Wie viel hier die Zombies hier seine Markierung unten auf dem Tableau machen? Da ist dann schon ganz schön viel los und dann natürlich die Musik, die Sache, die Hektik, die da in einem aufkommt. Aber das ist ja auch der Sinn des Spiels. Ne? Hier ist nicht groß strategisch irgendwie machen, sondern auch glückslastig. Und dieses Feeling von Zombies gejagt werden, das ist natürlich hier super rübergebracht. Und so spielt man hier auch, ja, also auf der Flucht vor Zombies. Und da stolpert man schon mal in die nächste Zombie-Horde hinein. Ihr seht also schon, Szenario 3
habe ich jetzt hier vor der Kamera auch nicht geschafft. Ich kann dazu nur sagen, dass ich Szenario 2 dann noch dreimal gespielt habe, um es dann hinzukriegen. Aber wie gesagt, das ist auch immer glücklich, was man so hier für Sachen zieht. Gut, das an dieser Stelle. Und dann als nächstes kommt dann Szenario 4. Facing the Sea, schauen wir also mal. Da geht es also irgendwie in Richtung irgendwie Wasser oder sowas. Naja, wir sind gespannt. Der gute Will wird uns also auch noch im nächsten Szenario begleiten. Ich werde jetzt, wie gesagt, auch mal noch ein bisschen hier weiterspielen und probieren. Und guck mal, dass ich dann hier noch vielleicht den einen oder anderen von diesen Rucksäcken hier einsammle, damit wir dann im nächsten Szenario schon etwas besser ausgerüstet starten können. Also viel Spaß an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Ciao.